Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende spielt immer öfter eine Rolle. Denn immer mehr Ehen werden geschieden und natürlich dementsprechend auch immer mehr Kinder wachsen nur bei einem Elternteil auf. Wie das alles funktioniert und was du darüber wissen solltest, jetzt im Video. Mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Zuerst einmal natürlich gleich zu den harten Fakten. Wer hat eigentlich Anspruch auf den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende? Wie es der Name schon sagt, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bekommen nur Steuerpflichtige, die auch wirklich alleinerziehend sind. Was bedeutet das im Grunde? Es muss zuerst einmal ein Kind im Sinne des Einkommensteuergesetzes vorhanden sein. Das Kind muss natürlich klassisch im Sinne der Einkommensteuer ein Kind sein. Das heißt, die Voraussetzungen für ein Kind müssen erfüllt sein. Die nächste Voraussetzung ist natürlich das Alleinerziehendsein. Denn es reicht nicht aus, dass man einfach nur sagt, ich bin alleinerziehend, sondern es muss ganz einfach auch sein, dass man ganz einfach nicht die Splitting-Tabelle anwenden kann. Sprich, man muss ganz einfach nicht verheiratet sein. Das heißt, jeder Verheiratete hat keinen Anspruch auf den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Des Weiteren darf in diesem Haushalt keine weitere Person über 18 gemeldet sein, für die kein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag besteht. Das heißt, die alleinerziehende Mutter, die mit dem Lebensgefährten dann zusammenwohnt, da würde der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende schon ausscheiden. Wäre es jedoch so, dass zum Beispiel die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, mit einem Kind über 18 und einem Kind unter 18 in einem Haushalt wohnt, dann wäre das nicht schädlich, solange die Mutter für das Kind über 18 noch Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag hat. Schädlich bei Personen über 18 im Haushalt ist es schon, wenn der Zweitwohnsitz in diesem Haushalt gemeldet ist. Eine weitere Voraussetzung ist, dass man natürlich die Steueridentifikationsnummer für das Kind bei der Steuererklärung angeben muss, damit sozusagen der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nicht mehrmals vergeben wird. Dann ist natürlich die Frage, wo wird eigentlich der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende abgezogen? Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird von der Summe der Einkünfte abgezogen. Das bedeutet, die Auswirkung beträgt zwischen 0 und 45%. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende beträgt im Jahr 2018 1908 Euro für das erste Kind. Für jedes weitere Kind erhält man zusätzlich 240 Euro pro Jahr. Das hört sich natürlich jetzt nicht nach viel an, aber bei Alleinerziehenden sollte man ja auch nicht vergessen, dass diese natürlich dann auch den vollen Anspruch auf Kindergeld und natürlich auf den vollen Kinderfreibetrag und Betreuungsfreibetrag haben und das natürlich dann auf eine Person beschränkt. Das heißt, hier redet man über ein Sparvolumen von fast 10.000 Euro bei einer Person pro Kind. Sollte euch das Video gefallen haben, dann natürlich nicht vergessen, Daumen nach oben, abonnieren oder einen Kommentar da lassen, wenn ihr noch dazu Fragen habt. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.